Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein Thema, über das ich schon eine ganze Weile mal mit euch reden wollte. Und zwar ein Thema, das mir immer mal wieder durch den Kopf schwirrt, warum ich in diesem Thema einerseits so ein bisschen festgefahren bin und auf der anderen Seite das eigentlich nicht schlimm finde. Und zwar geht es um Bevorzugung von bestimmten Spielsettings unabhängig vom Genre. Und darüber spreche ich mit euch gleich nach dem Intro. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Ausschlaggebend für das Ganze sind die Gerüchte, die aktuell in der Games-Welt so ein bisschen im Umlauf sind, dass BioWare, die ja leider inzwischen zu EA, also Electronic Arts, gehören, tatsächlich wohl an einem neuen Dragon Age-Game arbeiten. Und Dragon Age ist eine Reihe, die ich persönlich unheimlich gerne mag. Ich habe den ersten Teil mehrfach durchgespielt. Es gibt ja auch im ersten Teil schon drei verschiedene Charakterklassen, den Schurken, den Magier und den Krieger. Und ich habe das Spiel mit jeder Charakterklasse einmal durchgespielt. Gleiches gilt für den zweiten Teil, da ist es sogar noch ein bisschen ausgeprägter. Das habe ich auch mehrfach durchgespielt. Auch wenn ich weiß, dass gerade der zweite Teil und auch Dragon Age Inquisition nicht unbedingt nur Fans... Entschuldigung. Dass Dragon Age Inquisition und auch Dragon Age 2 nicht ausgeschlossen nur Fans da draußen haben, sondern es auch durchaus Leute gibt, die diese beiden Titel sehr kritisch sehen. Und die Kritik ist ja auch teilweise gerechtfertigt. Warum ich diese Games allerdings so sehr mag, liegt einfach am Setting. Es sind Rollenspiele, es sind teilweise Open-World-Rollenspiele, zumindest Dragon Age Inquisition ist definitiv Open-World, ein Open-World-Rollenspiel. Und sie spielen in einem High-Fantasy-Setting. Es gibt Magie, es gibt Schwerter, es gibt Drachen. Es spielt so ein bisschen in einer mittelalterlichen Welt, die aber sehr, sehr erfüllt ist von fantastischen Kreaturen, von exotischen Völkern, von Drachen, von Feen, von Zauberei und von Magie. Und das liebe ich abgöttisch. Das kommt daher, dass ich auch ein großer Fan bin von Fantasy-Literatur, von Fantasy-Filmen, Herr der Ringe, Der Hobbit und so weiter. Finde ich alles unfassbar cool. Und das spiegelt sich natürlich auch in meinem Game-Geschmack wieder. Und ein Punkt, wo mir das immer wieder auffällt, ist, ich tue mich ja normalerweise sehr, sehr schwer mit Open-World-Games. Also Sachen wie GTA oder generell Spiele, die in einem realistisch angehauchten Setting spielen, sowas wie Mafia oder auch unabhängig davon, ob das jetzt in der jetzigen Zeit ist oder vielleicht auch in den 70ern oder 80ern, Mafia, GTA, solche Sachen oder auch Watch Dogs in so einer nahen Zukunft oder in ja, so 15 Jahre in der Zukunft, das sind alles Sachen, die holen mich nicht so richtig ab, wenn die in einem Open-World-Gewand sind. Es gibt natürlich auch Ausnahmen in einem realistischen Setting in anderen Genres, wie zum Beispiel Action-Adventures, hier hervorzuheben, zum Beispiel The Last of Us oder die andere Naughty Dog-Serie Uncharted. Beides in einer relativ realistischen Welt angesetzt, nicht allzu fern von unserer heutigen Zeit. Aber ein ganz anderes Genre und durch ihre Erzählweise halt unheimlich stimmig und unheimlich faszinierend. Auch wenn ich sowas sehr gerne in einem Fantasy-Setting hätte. Aber um wieder den Bogen zurückzuspannen zu Open-World-Games, ich kann mit Sachen wie GTA halt überhaupt nichts anfangen. Für mich ist das total langweilig, jemanden aus seiner Karre zu ziehen, das Auto zu klauen, zur nächsten Mission zu fahren, da irgendwie meine Uzi auszupacken, alles niederzuballern. Das gibt mir überhaupt nichts, finde ich total langweilig. Ich habe auch überhaupt keine Lust, mich da so zu verlaufen und irgendwie vor Sidequests nicht mehr zu wissen, wo mir der Kopf steht. Und hier ist es ganz was anderes, wenn ich mich in so einem Fantasy-Setting bewege. Titel wie The Witcher zum Beispiel, ja, auch unheimlich ausschweifend, unheimlich episch und groß, sehr, sehr große Karte, sehr, sehr viel zu tun, aber das Gameplay ist halt auch hervorragend, die Erzählweise der Geschichte ist super und die Welt an sich ist so faszinierend für mich, dass ich The Witcher 1, ich glaube 80 oder 90 Stunden, nee, nicht The Witcher 1, The Witcher 3, das Hauptspiel, 80 bis 90 Stunden investiert habe und auch wirklich so ziemlich alles durchgespielt habe, was es durchzuspielen gab. Und auch versucht habe, sämtliche Geheimnisse zu finden, sämtliche Höhlen zu erforschen, alle Beasts zu erlegen und so weiter. Und ähnlich sah das bei Dragon Age für mich halt genauso aus. Deswegen freue ich mich unheimlich darauf, sollte wirklich ein neuer Teil von Dragon Age rauskommen. Ich hoffe allerdings, dass die aus dem, was an Dragon Age Inquisition kritisiert wurde, lernen und dass im nächsten Dragon Age Teil alles wieder ein bisschen runder wirkt. Gleiches gilt zum Beispiel auch für Rollenspiele. Jetzt fallen mir nicht besonders viele Beispiele ein für klassische Rollenspiele, die nicht in einem Fantasy oder in einem Science-Fiction respektive so ein bisschen Magie, Cyberpunk-Science-Fiction, so wie Final Fantasy VII oder so angehaucht sind.
Aber auch die mag ich unheimlich gerne, wenn da viel mit Zauberei, mit fantastischen Wesen, so wie sie, Dragon Quest als schönes Beispiel hier, oder halt die alten Super Nintendo-Titel wie Secret of Mana und so weiter. Je abgefahrener Fantasy-mäßig das Ganze ist, desto cooler finde ich das. Und da ist meine Frage an euch, wie seht ihr das? Wie wichtig ist euch ein bestimmtes Setting in euren Videospielen? Gibt es Settings, die ihr über alle anderen bevorzugt, oder gibt es Settings, wo ihr sagt, das interessiert mich zum Beispiel überhaupt nicht? Das würde ich auf jeden Fall gerne von euch in den Kommentaren wissen. Ein anderes Setting von Videospielen, was ich auch sehr, sehr schätze, was fast auf dem gleichen Level liegt wie das Fantasy-Setting, ist Science Fiction. Ich bin ja großer Fan von Star Wars und auch Star Trek und auch allem anderen, was es so an Science Fiction im Fernsehen und auf Blu-ray und im Kino zu sehen gibt. Finde ich alles super, denn genau wie Fantasy meine Fantasie so anregen kann, dass ich mich wirklich in diesen Welten verliere, gilt das auch für Science Fiction. Schönes Beispiel, die alte Star Trek Serie mit William Shatner, der 72 Folgen lang heldenhaft den Bauch eingezogen hat, wir kennen sie alle, die Kommunikatoren, die damals hatten, ja, zum Aufklappen, Reinsprechen und so weiter, das hatten wir vor 10, 15 Jahren noch als Handys. Und das finde ich halt so faszinierend. Irgendeiner denkt sich in so einem Science-Fiction-Setting irgendwas aus und 20 Jahre später kommt einer und sagt, hier, ich habe das umgesetzt, guck mal da, voll geil. Und deswegen mag ich Science-Fiction halt auch unheimlich gerne. Und da schließt sich dann der Bogen zum ursprünglichen Thema, denn BioWare macht ja nicht nur Dragon Age, die machen ja auch Mass Effect. Und Mass Effect auf der letzten Konsolengeneration, vom ursprünglichen Ende vom dritten Teil mal abgesehen, ist eine großartige Spieletrilogie, die leider auf der PS4 und der Xbox One mit Mass Effect Andromeda so ein bisschen in Grund und Boden gerammt wurde. Das war nämlich leider überhaupt keine gute Fortsetzung dieser wirklich tollen Science-Fiction-Reihe. Und da gibt es jetzt unterschiedlich lautende Gerüchte. Auf der einen Seite hört man, BioWare hat mit Mass Effect so ein bisschen abgeschlossen, weil die halt auch gemerkt haben, der letzte Teil war auf Deutsch gesagt einfach scheiße. Andere Gerüchte sagen, die möchten Mass Effect wieder zur alten Stärke zurückführen, was ich persönlich sehr, sehr begrüßen würde. Aber ich bin mit Andromeda halt auch überhaupt nicht warm geworden, weil mich die Charaktere total kalt gelassen haben. Das war in den ersten Mass Effect-Teilen was ganz, ganz anderes. Und mein absolutes Highlight und mein Lieblings-Science-Fiction-Videospiel of all time ist tatsächlich Mass Effect 2, das absolute Highlight dieser Reihe ist. Und ein Titel, den ich bestimmt 5 oder 6 Mal durchgespielt habe auf der 360. Wer das nicht gespielt hat, ich kann es uneingeschränkt empfehlen, Leute. Mass Effect 2 ist absolut großartig. Und auch hier würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass BioWare da wieder zur alter Stärke zurückfinden sollte. Also zusammenfassend, Open-World-Games gehen für mich eigentlich wirklich nur im Setting Fantasy oder im Setting Science-Fiction. Ich habe es versucht mit Red Dead Redemption 2, ein wirklich gutes Spiel, aber auch hier hat mich dieses Cowboy-Setting, war mir fast noch ein bisschen zu realistisch. Die Welt war natürlich trotzdem super cool, die Charaktere waren super, das Gameplay, so naja. Wir haben es eine ganze Weile gespielt, aber irgendwann hat mich das Spiel halt einfach verloren. Und das passiert mir äußerst selten bei Fantasy oder Science-Fiction. Jetzt gibt es natürlich auch Genres, wo das völlig unerheblich ist. Ich würde mich zwar total freuen über ein richtig geiles Beat'em-up oder Prügelspiel im Fantasy- oder im Science-Fiction-Setting, aber da ist mir das relativ egal, weil hier ist Gameplay natürlich King. Also wenn Street Fighter jetzt einen Dungeons & Dragons-Anstrich hätte, würde ich das zwar kaufen, das wäre für mich jetzt aber nicht ausschlaggebend, wenn ich die Wahl hätte zwischen diesem Street Fighter und normalem Street Fighter zum Beispiel. Das wäre mir total egal. Ja, da geht es wirklich halt rein ums Gameplay und dass die Mechaniken funktionieren. Bei Actionspielen ist es mir auch nicht ganz so wichtig, da kann ich auch mal über das Setting hinwegsehen. Trotzdem würde ich ein Actionspiel, wo ich mit einem Schwert rumlaufen und Leute bekämpfen kann, einem Spiel, wo ich mit Schusswaffen rumlaufe und Leute kalt mache, durchaus bevorzugen, weil ich das einfach irgendwie interessanter finde. Eine Serie, die da auch immer wieder ein bisschen Interesse bei mir aufkommen lässt, weil einfach das Setting sich von Spiel zu Spiel ändert, ist Assassin's Creed. Auch wenn ich das Gameplay von Assassin's Creed in den letzten Teilen jetzt nicht so unfassbar geil fand, wie es vielleicht andere Leute gefunden haben, fand ich doch das Setting gerade in Ägypten sehr, sehr interessant, weil ich die ägyptische Mythologie sehr interessant finde. Davor waren wir ja, glaube ich, in Griechenland. Auch das ein Setting, was mich sehr, sehr interessiert. Ja, Gerüchten zufolge soll das neue Assassin's Creed ja im Wikinger-Zeitalter spielen. Und so Wikinger-Setting ist für mich fast schon Science-Fiction, wenn man jetzt...
Science-Fiction, Fantasy, ich komme mir langsam ein bisschen durcheinander. Wikinger-Setting ist für mich beinahe schon Fantasy, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mal das letzte God of War anguckt. Das fand ich auch unheimlich geil und habe das auch durchgespielt, weil das so dieses, in Anführungszeichen, Wikinger-Setting natürlich in, mit dem göttlichen Fähigkeiten und diesen historischen Fantasiewesen und mythischen Wesen so ein bisschen verbunden hat. Und ich glaube, ein Wikinger-Assassin's Creed könnte für mich auch nochmal sehr interessant sein. Allerdings habe ich seit Black Flag keine Assassin's Creed mehr gekauft und auch keins mehr durchgespielt. Jetzt habe ich ganz viel gequatscht. Ich würde echt gerne von euch hören, wie ihr die Sache seht. Ist Setting, Spielsetting und Spielumgebung, Spielwelt für euch ausschlaggebender als das Genre selbst? Wo habt ihr eure Präferenzen? Bevorzugt ihr auch eine bestimmte Welt, eine bestimmte Umgebung über allen anderen? Das interessiert mich sehr, weil manchmal denke ich bin bekloppt und manchmal denke ich, ja, ist doch meine Sache. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr das seht. Ansonsten vielen Dank, dass ihr euch mein dummes Gelaber bis hierhin angehört habt. Retro Joe out und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.